WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 4. Februar 1913. Der Geburtstag der US-amerikanischen Bürgerrechtlerin Rosa Parks. Wenn die Geschichte unseres Landes geschrieben wird, dann wird man sich an diese kleine, stille Frau erinnern. Denn sie hat den Grundstein dafür gelegt, dass diese Nation ihrem Credo gerecht wird. Mit so viel Pathos ehrt Barack Obama, damals noch Senator von Illinois, die Mutter der Bürgerrechtsbewegung, Rosa Parks, bei ihrer Trauerfeier im Jahr 2005. Parks ist die erste Frau, die im US-Kapitol aufgebahrt wird. Ihren Namen, ihre Geschichte kennt jedes Kind in den USA. Als sie im Bus sitzen blieb, stand die Welt auf. So will es der Mythos. Doch mit der Realität hat das laut Parks Biografin und Politikwissenschaftlerin Jean Theo Harris wenig zu tun. Wenn man einen Blick hinter den Mythos von Rosa Parks wirft, hinter den Mythos der versehentlichen Mutter der Bürgerrechtsbewegung, der sanften Schneiderin mit den müden Füßen, dann sieht man eine lebenslange Kämpferin für die Freiheit. Heute vor 110 Jahren, am 4. Februar 1913, wird Rosa Parks als Rosa Louise McCauley in Tuskegee, Alabama, geboren. Sie ist 2,5, als ihr Vater die Familie verlässt. Ihre Mutter zieht mit Rosa und dem jüngeren Bruder zu den Großeltern nach Pine Level. Auch dort, im Hinterland von Alabama, nehmen die Angriffe des Ku Klux Klans auf die schwarze Bevölkerung zu. Stirb, du Nigger! Wir kriegen dich! Nigger! Die Angst ist ein ständiger Begleiter. In dieser Zeit schläft Rosa jede Nacht in ihren Straßenklamotten und mit Schuhen an den Füßen. Damit sie weglaufen kann, sollte der Ku Klux Klan bei ihnen einbrechen. Doch das schüchtert die kleine Rosa nicht ein. Ihr Großvater sitzt nachts mit einer Schrotflinte auf der Veranda und hält Wache. Manchmal setzt sich Rosa zu ihm, weil sie sehen will, wie er ein Mitglied des Ku Klux Klans erschießt. Der Kampfgeist und der Widerstand ihres Großvaters inspirieren die Sechsjährige. Sie werden Teil von Rosa Parks politischer Einstellung. Ihr Sinn für Aktivismus und die Möglichkeit kollektiver Aktion beginnt aber erst im Jahr 1931, als sie den politisch aktiven Herrenfriseur Raymond Parks kennen und lieben lernt. Von Liebe auf den ersten Blick könne zumindest von Seiten der damals gerade mal 18-jährigen Rosa nicht die Rede gewesen sein, so Theo Harris. Raymond Parks sei ihr zu hellhäutig gewesen. Aber der 10 Jahre ältere Raymond bleibt hartnäckig. Und ein Jahr später heiraten die beiden. In den folgenden Jahren ist Raymond der politisch Aktivere von den beiden. Doch Raymond frustriert das ständige Scheitern der Bewegung und er zieht sich zurück. Rosa hingegen erfährt 1943 durch Zufall, dass auch Frauen bei der Bürgerrechtsorganisation NAACP, der Nationalen Vereinigung für die Förderung farbiger Menschen, Mitglied sein dürfen. Sie geht zu ihrer ersten Sitzung und ist die einzige Frau dort. An diesem Tag sind Wahlen und man fragt sie, ob sie protokollieren kann. Sie sagt ja, weil sie viel zu schüchtern ist, um abzulehnen. Und so wird sie zur Schriftführerin gewählt, an ihrem allerersten Tag. In den folgenden Jahren engagiert sich Rosa für zwei Gruppen ganz besonders. Für die zu Unrecht verhafteten Afroamerikaner, denen durch die rassistische Justiz die Todesstrafe droht. Und für die Opfer von Gewaltverbrechen durch Weiße, meist Vergewaltigungsopfer. Ihr Kampf für Gerechtigkeit scheitert fast immer. Und das zerrt auch an Rosa Parks Psyche, sagt Jean Theo Harris. Sie spricht immer wieder davon, wie einsam es ist, wie hart es ist, eine Rebellin zu sein, wie verrückt sie sich fühlt und wie mental destabilisierend Rassismus ist. Im Sommer 1955 absolviert Rosa Parks eine Fortbildung an der Highlander Folk School. Das ist ein Fortbildungszentrum, an dem Schwarze und Weiße gemeinsam zu Bürgerrechtsaktivisten ausgebildet werden. Das Gelernte prägt die damals 42-Jährige. Und es kommt an jenem schicksalhaften 1. Dezember 1955 zum Einsatz, nachdem Rosa Parks in Interviews immer wieder gefragt wird. Ich habe so gegen 6 Uhr abends Feierabend gemacht an diesem Tag.
In der Innenstadt von Montgomery, an der Haltestelle Coach Square, bin ich dann in den Bus gestiegen. Der weiße Rassist James Blake sitzt hinterm Steuer. Er hat Rosa Parks schon 12 Jahre zuvor drangsaliert. Deswegen geht sie ihm eigentlich aus dem Weg. Doch weil sie schon bezahlt hat, sucht sie sich einen Sitzplatz hinter den für Weiße reservierten Plätzen. Als der Bus immer voller wird und ein weißer Passagier stehen muss, fordert Blake Rosa Parks und 3 weitere Afroamerikaner auf, ihre Sitze zu räumen. Während die 3 anderen aufstehen, muss Rosa an ihren starken Großvater denken. Und sie bleibt sitzen. Und er sagte, wenn du nicht gehorchst, wenn du nicht aufstehst, dann rufe ich die Polizei und lasse dich verhaften. Und ich sage, dann tun sie es. Und während Blake die Polizei ruft, hat Rosa Parks Zeit, sich auszumalen, was mit ihr geschehen würde. Sie hatte 12 Jahre Informationen über jeden Fall von Polizeigewalt in Montgomery im Hinterkopf. Sie wusste, dass manche Frauen in der Gewalt von weißen Polizisten für immer verschwanden. Sie wusste, dass andere verprügelt oder vergewaltigt wurden. So die Historikerin Danielle McGuire bei einer Veranstaltung der Henry Ford Stiftung. Doch Rosa Parks erinnert sich nicht, Angst gehabt zu haben. Der Zeitpunkt war einfach gekommen, an dem ich mich nicht mehr herumschubsen lassen konnte. Ich wollte ein für alle Mal wissen, welche Rechte ich als Mensch und als Bürgerin in Montgomery, Alabama, hatte. Rosa Parks fragt die Polizei, warum behandelt ihr Schwarze so? Die Polizisten antworten, sie wüssten es nicht. Aber Gesetz sei Gesetz und sie sei verhaftet. Jean Theo Harris ordnet Rosa Parks Entscheidung so ein. Andere Menschen vor ihr sind bereits sitzen geblieben. Und es deutet nichts darauf hin, dass ihr Protest an diesem Abend irgendetwas zum Besseren verändern würde. Und es deutet eine Menge darauf hin, dass ziemlich schlimme Dinge passieren können. Aber Teil ihres Mutes in dieser Nacht besteht in der Fähigkeit, weiterzumachen. Dinge immer wieder zu tun. Nicht, weil es irgendein Zeichen gibt, dass sich etwas ändern wird, sondern weil du daran glaubst, dass es wichtig ist, es zu tun, dass es wichtig ist, zu widersprechen, auch wenn es nichts ändert. Parks landet im Gefängnis, kommt aber bereits wenige Stunden später auf Kaution frei. Ihre Verhaftung ist der Präzedenzfall, auf den die Bürgerrechtler gewartet haben. Die Möglichkeit wollen sie nutzen. Denn im Gegensatz zu allen anderen vor ihr ist Rosa die perfekte Angeklagte. Eine verheiratete Christin mittleren Alters, die in der Gemeinde aktiv ist. Aber laut Jean Theo Harris ist etwas anderes noch wichtiger. Sie ist mutig. Sie wird nicht unter dem Druck zusammenbrechen, der auf jeden ausgeübt werden wird, der solch einen Fall vorantreibt. Rosas Mann Raymond ist nicht begeistert von der Idee. Er fürchtet um das Leben seiner Frau. Doch am Ende stimmt er zu. Am Tag von Rosas Gerichtsverhandlung boykottieren die Schwarzen die Busse. Und auch nach ihrer Verurteilung geht der Montgomery-Busboykott weiter. Die Familie Parks zahlt für ihren Aktivismus einen hohen Preis. Bomben und Todesdrohungen gehören nun zu ihrem Alltag. Dafür wirst du bezahlen. Ihre Mutter telefoniert manchmal stundenlang, um die Leitung zu belegen. Denn so kommen die Leute nicht durch, die all diese schrecklichen Dinge sagen. Ich bring dich um, du Nigger. Wenige Wochen nach Beginn des Boykotts verliert Rosa ihre Stelle als Schneiderin. Und auch Raymond wird arbeitslos. Weil ihn die Situation so belastet, flüchtet er sich in den Alkohol. Rosa selbst leidet in dieser Zeit nicht nur unter Schlafstörungen, sondern entwickelt auch Magengeschwüre. Finanziell steht die Familie vor dem Ruin, wie laut Theo Harris die Steuererklärung des Paares verrät. 1955 haben sie noch ein Einkommen von $3,800. 1956 ist es nur noch die Hälfte. Sie haben wirklich zu kämpfen. Sie beleihen die kleine Lebensversicherung, die Raymond hat. Und sie müssen ihre Konten schließen. Hin und wieder werden Spenden für die Familie Parks gesammelt, aber viel kommt dabei nicht zusammen. Und niemand kommt auf die Idee, Rosa Parks einen Job anzubieten, als in der Bewegung Stellen zu besetzen sind. All ihre Bemühungen im Spendensammeln, all ihre Reden und ihr Engagement, all das macht Rosa Parks ehrenamtlich. Am 20. Dezember 1956 trifft in Montgomery das Urteil des Obersten Gerichtshofs ein, das die Rassentrennung in Bussen für verfassungswidrig erklärt. Ein Erfolg.
Ich bin froh, dass die Menschen in Montgomery und überall in Amerika sich hinter diesen Vorfall gestellt haben. Doch für die Familie Parks geht der Leidensweg weiter. Die Todesdrohungen hören nicht auf und niemand möchte die beiden einstellen. Und so sind sie dazu gezwungen, Montgomery den Rücken zu kehren. Sie ziehen zu dritt nach Detroit, wo Rosa Parks Bruder seit einigen Jahren lebt. Sie wird die zweite Hälfte ihres Lebens in Detroit verbringen, in dem gelobten Land, das keines war, wie sie es beschreibt. Denn während die öffentlichen Schilder der Rassentrennung dort verschwunden sind, gibt es das System sehr wohl noch. In Schulen sowie auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Und auch die Polizeigewalt, die sie in Montgomery hinter sich lassen, gibt es genauso in Detroit. Weniger als $700 verdienen die Parks 1959. Wohnungsnot und gesundheitliche Probleme belasten sie stark. Es ist ein jahrelanger Kampf ums Überleben. Und während sich Raymond zu Hause um ihre Mutter kümmert, kämpft Rosa weiterhin gegen den Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft. Und ein wenig auch für Frauenrechte, wie sich Historiker Douglas Brinkley bei einer Veranstaltung der Kongressbibliothek erinnert. Zum Feminismus der Rosa Parks gehörte auch, dass sie es falsch fand, dass Frauen beim Marsch auf Washington keine Rede halten durften. Es ging nicht um sie, es ging darum, die Frauen zu stärken. Und afroamerikanische Männer wollten nicht, dass Frauen eine zu große Rolle spielen. Als Teil ihres politischen Aktivismus engagiert sich Parks im Wahlkampf für den jungen schwarzen Bürgerrechtler John Conyers. Er gewinnt. Und eine seiner ersten Amtshandlungen 1965 ist es, Rosa Parks in seinem Büro in Detroit eine Stelle zu geben. Zu diesem Zeitpunkt hat sie bereits mehr als 30 Jahre Erfahrung als Aktivistin. Und es ist ihr erster bezahlter politischer Job. Im folgenden Jahr ist das Einkommen der Familie Parks erstmals wieder auf dem Niveau von 1955. Doch die Freude ist nicht von langer Dauer. In den 70ern erkranken ihr Mann, ihre Mutter und ihr Bruder an Krebs und sterben. Doch statt zu verzweifeln, macht Rosa Parks weiter. Sie kämpft gegen Diskriminierung auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, gegen Polizeigewalt und für eine Reform des Strafrechts. Sie ist eine frühe Kritikerin des Vietnamkriegs und verurteilt die Südamerika-Politik der USA sowie die Apartheid in Südafrika. 1987 gründet sie das Raymond and Rosa Parks Institute for Self-Development, das jungen Menschen dabei helfen soll, sich selbst und die Gemeinschaft zum Positiven zu verändern. Ich mache weiter, weil ich alles Mögliche tun möchte, was ich tun kann, um junge Menschen zu inspirieren, zu motivieren und zu trainieren, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können. Wenige Tage nach dem 11. September wendet sie sich zusammen mit anderen Aktivisten wie Harry Belafonte an die US-Regierung und fordert sie auf, keinen Krieg zu führen. Zeit ihres Lebens bleibt sie politisch und kritisch. Wir haben uns seit meiner Jugend weiterentwickelt, aber wir haben nicht genug getan. Solange es noch Rassismus und Spaltung zwischen den Menschen wegen ihrer Rasse oder Hautfarbe gibt, haben wir noch viel mehr Arbeit vor uns. Auf den ersten Blick mag Rosa Parks schüchtern und still gewesen sein. Doch für Jean Theo Harris war sie vor allem noch etwas anderes. She's a badass. Sie war eine taffe Frau. Im Zeitzeichen erinnerte Lena Christine Ohm an Rosa Parks, die heute vor 110 Jahren geboren wurde.